Obwohl wir für unsere Hunde alle nur das Beste wollen, tun wir manchmal Dinge, die ganz und gar nicht gut für den Hund sind. Sie können verwirrend und unangenehm sein. Um das zu erkennen, müssen wir die Sprache und Kommunikation der Hunde besser verstehen. Als Beispiele nennen wir euch in unserem heutigen Tierisch Schlau-Video 12 Dinge, die ihr niemals mit eurem Hund machen solltet. Hunde brauchen bestimmte Grundfreiheiten und Rechte, um ein gesundes, würdiges und glückliches Leben zu führen. Ihre Beziehung muss auf Vertrauen und gegenseitiger Zuneigung beruhen. Die grundlegenden Bedürfnisse des Hundes basieren auf den 5 Freiheiten des Tierschutzes. Vermeidet, dass euer Vierbeiner Durst oder Hunger leidet oder sogar unterernährt ist. Dass er Unbehagen empfindet. Dass er unter Schmerzen und Krankheit leidet oder Angst und Stress empfindet. Und gebt ihm die Möglichkeit, normales Tierverhalten ausdrücken zu können. Der Hund ist und bleibt ein Tier. Er wird Eigenschaften zeigen, die er nicht immer angenehm findet. Er wird an Schuhen, Socken oder Möbeln kauen, wenn seine Zähne wachsen. Er wird an einem hochspringen, wenn er sich freut. Er wird die Kleidung verschmutzen, sabbern oder andere Hunde beschnuppern. Auch ihr eigener Geruch ist manchmal nicht angenehm. Sie fordern unsere Zeit und Zuneigung. All das kann jedoch nicht rechtfertigen, dass wir sie dafür bestrafen, dass sie sind, was sie sind. Ein Hund. Jeder Hund hat seine eigene Körperlichkeit, Persönlichkeit und speziellen Bedürfnisse. Obwohl wir unseren Hund genauso verwöhnen wollen, wie geliebte Menschen in unserer Umgebung, empfinden Hunde anders als Menschen. Wir müssen Hunde in ihrer eigenen Art respektieren, mit all ihren Ähnlichkeiten und Unterschieden zu uns Menschen. Zu viele Menschen nehmen die Hundeerziehung auf die leichte Schulter. Als Folge werden viele Hunde abgegeben, da sie Verhaltensprobleme zeigen. Ein Hund braucht Regeln und muss richtig erzogen und trainiert werden. So könnt ihr Probleme und Unfälle vermeiden. Training ist außerdem die beste Möglichkeit, den Hund auf körperlicher, kognitiver, emotionaler und sozialer Ebene zu stimulieren. Wenn wir einen Hund erziehen, sollten wir niemals mit Unterdrückung, Schmerzen oder Angst arbeiten. All diese sogenannten Techniken sind kontraproduktiv und setzen den Hund negativen Emotionen wie Angst und Stress aus. Dies führt zu Konzentrations- und Lernschwierigkeiten und zu einem defensiven Seinszustand. Wir empfehlen die Methode der positiven Verstärkung. Diese stimuliert den Hund und stärkt eure Bindung. Es ist traurige Realität, dass jeden Tag Hunde irgendwo ausgesetzt und zurückgelassen werden. Das lässt sich vermeiden. Jeder muss sich vor der Aufnahme eines Haustieres über die Verantwortung, die diese Entscheidung mit sich bringt, bewusst werden. Solch eine wichtige Entscheidung erfordert Vorausplanung, viel Verantwortung und vor allem viel Zeit. Ein Hund ist ein intelligentes und sensibles Tier, das Zeit und Raum braucht, um sich richtig zu entwickeln. Wir können nicht erwarten, dass sie in einer Woche lernen, mit Menschen richtig zusammenzuleben. Aber auch ein vernachlässigter Hund ist ein verlassener Hund. Für ihr Wohlbefinden ist die Pflege genauso wichtig. Wir sollten unseren Hund niemals unbehaglich, nervös oder wütend machen, nur weil wir es lustig finden. Wenn euer Hund es hasst, wenn ihm ins Gesicht gepustet oder er umarmt wird, zeigt Respekt und tut es nicht. Es ist wichtig, dass wir alle 6 bis 12 Monate vorbeugende Konsultationen mit einem Tierarzt durchführen, um den Gesundheitszustand eines Hundes zu überwachen. Dazu gehört es auch, die Impf- und Entwurmungspläne einzuhalten. Dies verringert die Chance für Krankheiten und Verhaltensprobleme. Wird der Hund bestraft, erlebt er Stress, Angst und Unruhe, die sich negativ auf seine geistige Gesundheit und sein Verhalten auswirken. Wenn sie für etwas gescholten werden, das vor Tagen, Stunden oder sogar Minuten passiert ist, werden sie den Grund für die Wut nicht verstehen. Der Hund braucht eine ausgewogene Ernährung, um sich richtig zu entwickeln und ein aktives und glückliches Leben zu führen. Jeder Hundehalter sollte deshalb wissen, dass es einige verbotene Lebensmittel für sie gibt, wie Zucker, Salz, Schokolade und sogar Obst und Gemüse, die für Hunde giftig sein können. Informiert euch gut und respektiert die Ernährungsbedürfnisse und Beschränkungen eures Vierbeiners. Das Gassigehen ist für die meisten Hunde ein Höhepunkt am Tag, da sie sehr kontaktfreudig sind und gerne mit anderen Hunden interagieren. Die Sozialisierung ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Erziehung, um Sicherheit und Selbstvertrauen zu erlangen und Aggressionen oder Ängste zu vermeiden. Selbst bei guter Erziehung und Pflege können Hunde Verhaltensprobleme zeigen. Ihr solltet niemals aufgeben, ihnen zu helfen. Es ist kein Fehler in ihrem Charakter und muss auch nicht von Dauer sein.
Die meisten Verhaltensprobleme können mithilfe eines Veterinärethologen oder Hundepädagogen behandelt werden. Gebt nicht auf! In diesen Momenten brauchen uns unsere Hunde mehr denn je. Jetzt wisst ihr, welche Dinge ihr bei eurem Hund absolut vermeiden solltet. Hat dir das Video geholfen, deinen Hund besser zu verstehen? Vergiss nicht, uns ein Like zu geben und hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal!